Heißt, es hat nichts mit dem Auftritt der JA bei der Wahlparty in Potsdam zu tun, mit dem Schild millionenfach ab. Man Ihnen ja vorwerfen, Sie versuchen sich damit einen Anstrich von Mäßigung zu geben, indem Sie da mehr durchgreifen wollen oder das sagen. Was würden Sie, wie würden Sie dem begegnen? Ich sehe keine Veranlassung zur Mäßigung. Wir sind eine freiheitlich-konservative Partei. Wir haben dieses Profil und dementsprechend gibt es dazu nichts weiteres zu sagen. Politik im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News. Politik im Fokus. Zum heutigen Pressegespräch der AfD-Bundestagsfraktion. Sie sehen, es hat sich etwas gefüllt im Deutschen Bundestag. Letzte Woche ist ja einfach die Sitzungswoche ausgefallen. Man hat die Tagesordnung abgesetzt. Und das ist genau das, was wir als Alternative für Deutschland kritisieren. Die Bundesrepublik Deutschland steckt in der schwersten Wirtschaftskrise und im Bundestag wird einfach nicht gearbeitet und die Tagesordnung abgesetzt. Dabei haben wir die Mehrheiten, dringende Anträge auch mit zu beschließen. Wir haben das bereits vorgestellt. Wir müssen die Energiebepreisung absenken. Wir müssen die CO2-Abgabe abschaffen. Wir fordern Technologieoffenheit. Dazu gehört das Heizungsverbot einfach abzuschaffen, was hier durchgedrückt wurde. Verbote von Verbrennermotoren darf es nicht geben. Auch hier eine komplette Aussetzung dieses Quatsches, der hier durchgesetzt wurde. Dann würden wir das Verbot von Öl- und Gasheizung aufheben. Wir würden die Einkommens-, Konsum- und Unternehmenssteuern senken. Wir würden den Einkommensteuerfreibetrag erhöhen, die CO2-Abgabe kassieren, das EEG kassieren, den Solidaritätszuschlag vollständig abschaffen, Lieferkettengesetz abschaffen, Subventionen und Förderprogramme für Klimaschutz und das EEG abschaffen, Ende der Energiewende einläuten. Dann würden wir funktionsfähige Kernkraftwerke wieder in Betrieb nehmen und vor allen Dingen Gelder freimachen für Forschungs- und Entwicklungsleistungen für die nächste Generation von Kernkraftreaktoren. Wir fordern längere Laufzeiten von Kohlekraftwerken. Für all diejenigen, die es nicht wissen, Deutschland betreibt die modernsten Kohlekraftwerke weltweit. Dann leidet Deutschland unter einer erodierenden Sicherheit aufgrund der drastisch gestiegenen Ausländerkriminalität. Das gehört eben auch mit dazu. Darum fordern wir seit langem, die Grenzen endlich zu schließen. Und auch in diesem Feld wurde nie etwas gemacht. Wir bieten der CDU an, hier einen Antrag durchzubringen, unsere Grenzen zu kontrollieren. Und stattdessen werden die Anträge von der Tagesordnung runtergewischt oder abgelehnt. Auch das spricht Bände. Und das riecht aus unserer Sicht nach Wählerbetrug. Denn seien wir mal ehrlich, nach dem Wahltermin wird es genau so weitergehen wie vorher. Friedrich Merz wird mit seiner CDU nicht die Reformen durchsetzen können, die er ankündigt. Und das liegt einzig und allein daran, weil er nur mit der SPD koalieren kann und oder den Grünen. Das Ganze läuft auf solche Konstrukte hinaus. Und das sind genau die Partner, die diesen, wie soll ich sagen, ich will jetzt nicht gerade sagen, Quatsch, aber diese verantwortungslosen Gesetze, Planinterventionismus eingeführt haben. Und das lässt sich mit diesen linken Leuten einfach nicht mehr aufheben. Das ist eine zutiefst wirtschaftsfeindliche Politik, die hier betrieben wird. Und Friedrich Merz wird es mit Linken, Grünen und SPD nicht lösen können. Und dementsprechend heißt es auch hier, das Original zu wählen, die AfD. Und damit werden wir in den Wahlkampf gehen. Und wir plädieren vor allen Dingen dafür, noch einmal, wir haben die Hand ausgestreckt. Wir wollen hier arbeiten. Wir wollen, dass im Bundestag gearbeitet wird. Hier dürfen nicht die Sitzungstage ausgesetzt werden. Hier müssen Anträge zur Reform und zur Gesundung Deutschlands eingebracht und abgestimmt werden. Und dafür setzen wir uns ein. Ich bedanke mich. Ja, und währenddessen in Deutschland die wirtschaftlichen Probleme, die sozialen Probleme immer größer werden, ist der noch Bundeskanzler auf Spendertour gegangen, ist am Montag Morgen in die Ukraine gereist zum Überraschungsbesuch.
in Kiew, wie er selbst sagt, und er hat dort weitere Waffenlieferungen im Wert von sage und schreibe 650 Millionen Euro zugesagt. Also offenbar will er auch der Einladung Friedrich Merz nach Kiew zuvorkommen, der ebenfalls nach Kiew eingeladen wurde und dem Scholz ja am Wochenende vorgeworfen hatte, er würde in der Frage der Taurus-Lieferung russisch Roulette spielen. Und wenn man sich anschaut, wie Scholz da aktuell agiert, es geht ihm nämlich eigentlich gar nicht um die Sache. Es ist wahltaktisch natürlich motiviert von Herrn Scholz. Er stellt sich jetzt als Friedenskanzler dar. Ihm geht es weder um die Ukraine, noch geht es ihm um Frieden. Vor allen Dingen, wenn man sieht, was das EU-Parlament aktuell auch fordert, auch im Übrigen von Deutschland, nämlich die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern, die hier verlangt werden, die Ziele eben tief in Russland angreifen können. Und da fordern wir den Bundeskanzler, den noch Bundeskanzler in seinen letzten Tagen auf dort, bei diesem Thema zumindest standhaft zu bleiben. Denn wir wissen alle, dass die Ukraine auch mit diesen neuen Wunderwaffen diesen Krieg nicht gewinnen kann. Wir lassen uns auch da von Brüssel nicht in diesen Krieg treiben. Und nochmal zur Einordnung. Der Taurus ist eine weitreichende Waffe, mit der die Ukraine selbst Moskau direkt angreifen könnte. Ihr Einsatz würde allerdings deutsches Personal benötigen, also NATO-Soldaten. Ihr Einsatz würde damit auch Deutschland direkt zur Kriegspartei machen und damit direkt auch als potenzielles Schlachtfeld eines Dritten Weltkrieges machen, ohne die weitere Eskalation noch kontrollieren zu können. Die Merz-Union steuert in dieser Frage einen absolut unverantwortlichen Kurs. Merz-Gerede von einem Ultimatum an Wladimir Putin, das Versprechen, Taurus-Raketen zu liefern, das ist Kriegstreiberei auf höchstem Niveau, das ist unverantwortlich und es gefährdet vor allen Dingen Deutschland. Deshalb muss Deutschland in dieser Frage standhaft bleiben. Das gilt auch in der Frage im Übrigen einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. In Brüssel beraten ja ab heute die NATO-Außenminister über die Lage in der Ukraine und die künftige Rolle auch des Landes. Die Position der AfD-Bundestagsfraktion ist dabei klar. Eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine darf keine Option sein. Derlei Gedankenspiele sind dabei auch brandgefährlich und würden diesen Krieg weiter eskalieren. Am Horizont droht, wie schon erwähnt wurde von Alice Weidel nach der Bundestagswahl, eine Kriegskoalition. Auch in diesem Sinne, denn die übrigen Fraktionen trommeln weiter für den Krieg. Auch die Grünen machen sich bereits hübsch für eine Koalition mit der CDU. Nur wir als AfD stehen dort für den Frieden, für Diplomatie in diesen Punkten. Statt weiterer Eskalation, statt immer mehr Geld, was wir jetzt auch die letzten Wochen und Monate erleben, und immer mehr Waffen zu liefern, muss es jetzt endlich auch von deutscher Seite eine diplomatische Offensive geben. Das erwarten wir, wie gesagt, auch nochmal von den letzten Tagen von dieser Bundesregierung, von Olaf Scholz. Und deshalb sollte das nächste Reiseziel von Olaf Scholz nach Kiew auch Moskau sein. Hier braucht es Reisediplomatie statt Durchhaltebesuche in Kiew. Denn über Krieg und Frieden in der Ukraine bestimmen weder Deutschland, noch die Europäer, noch die Ukraine selbst, sondern in letzter Instanz die USA, die dort einen Stellvertreterkrieg führen. Nach bald 3 Jahren Krieg muss das sinnlose Sterben in der Ukraine endlich beendet werden. Wir brauchen Frieden, Sicherheit und Wohlstand in Europa, in Deutschland. Und deshalb darf dort in der Ukraine auch dieser Krieg nicht weiter eskalieren und auch Europa weiter gefährdet werden. Vielen Dank. Ihre Jugendorganisation neu zu organisieren. Das sind ja auch einige hier bei der Fraktion angestellt. Warum braucht es diese Neuorganisation? Die Reorganisation der Jugendorganisation ist wichtig, um die Jugendorganisation zukünftig näher an die Partei einzubinden. Und zwar wollen wir, dass die Mitglieder der Jugendorganisation auch zeitgleich Mitglied der AfD sind. Und das haben wir momentan nicht. Und dementsprechend streben wir eine Reorganisation hier an, dass wir eine größere Schnittmenge zu den Mitgliedern auch der Jugendorganisation haben, zu der zukünftigen, die deutlich anders aufgestellt sein wird als die jetzige. Der AfD Mitglied sind? Ja, das ist deshalb so wichtig, damit die Mutterpartei, die Alternative für Deutschland, auch Durchgriffsmöglichkeiten hat auf die Jugendorganisation, die sie derzeit nicht innehat. Drei Mitglieder Ihrer Partei, eine davon in der Fraktion auch, sind Mitte November nach Russland gereist, nach Sotschi. Herr Krah hat da Leute aus dem Umfeld von Voice of Europe getroffen. Herr Rotfuß und Herr Singer haben mit Hilfe dieser Leute Herrn Medvedev getroffen. Wie bewerten Sie diese Reise? Was sagen Sie dazu?
Ja, wir behandeln und haben diese Reise natürlich behandelt im Fraktionsvorstand. Wir haben die genannten Abgeordneten aufgefordert, sich dazu zu äußern. Und das warten wir ab. Und dann werden wir dann auch alles Weitere intern besprechen. Guten Tag, so Jansen, ProSiebenSat.1 Newstime. Sie haben gerade schon über die junge Alternative gesprochen. Gab es jetzt einen konkreten Anlass, das jetzt zu diesem Zeitpunkt zu tun? Können Sie dazu was sagen? Nein, es gab keinen konkreten Anlass. Die Reorganisation ist eine Verplanung von, glaube ich, jetzt mehr als 3 Jahren. Es hat einen enorm langen Vorlauf gehabt. Und uns war einfach wichtig, dass die Initiative von der Jugendorganisation selbst kommt. So, und ich muss sagen, dass die Jugendorganisation einen außerordentlichen Job gemacht, also wirklich eine ganz hervorragende Arbeit in der Restrukturierung abgeliefert hat. Und das haben wir uns angesehen in einem langen Prozess. Das ist auch noch Gegenstand der Landessprecherkonferenz jetzt kommenden Samstag, um uns dort auch für den Bundesparteitag abzustimmen, um diese Satzungsänderung dann Anfang Januar auf dem Bundesparteitag zu vollziehen. Und vielleicht ergänzend, weil er es teilweise auch falsch in den Medien dargestellt wird, dass der AfD-Bundesvorstand die JA loswerden möchte oder auflösen möchte. Also das ist mitnichten der Fall. Des Weiteren geht das überhaupt nicht. Also die AfD-Mutterpartei kann eine Jugendorganisation, noch dazu die JA, gar nicht auflösen. Das könnte sie nur im Ernstfall selbst tun, weil es ein eigenständiger Verein ist. Und so wie es auch gerade erwähnt wurde, die JA hat dort selbst eine sehr gute Vorarbeit geleistet in der Umstrukturierung. Und das wird auch Bestandteil eines Antrages auf dem Bundesparteitag sein. Der Bundesvorstand hat, wie gesagt, gestern dort diesem einstimmig zugestimmt, mit den beiden Mitgliedern auch der JA, die im Bundesvorstand mit integriert sind. Also von daher ist das eine Zusammenarbeit der JA, die initiativ dort auch in Vorreiterrolle gegangen ist mit dem Bundesvorstand. Frage. Das heißt, Mitglieder der JA werden auch in der künftigen Jugendorganisation Mitglied sein. Mitglieder, genau. So, ich habe es akustisch nicht verstanden. Alternative werden auch in der nächsten Jugendorganisation Mitglied sein. Ja, richtig. Man Ihnen ja vorwerfen, Sie versuchen sich damit einen Anstrich von Mäßigung zu geben, indem Sie da mehr durchgreifen wollen oder das sagen. Wie würden Sie dem begegnen? Ich sehe keine Veranlassung zur Mäßigung. Wir sind eine freiheitlich-konservative Partei. Wir haben dieses Profil und dementsprechend gibt es dazu nichts weiteres zu sagen. Einmal zur Info. Es gibt die Zahl 2400 JA-Mitglieder, davon rund die Hälfte auch Mitglied der AfD. Stimmt das? Nochmal bitte. Die Hälfte von denen? Von den 2400 JA-Land ungefähr. Pi mal Daumen. Stimmt das? Müsste so ungefähr hinkommen. Mögliche Aktionen, die JA in den vergangenen Monaten gemacht hat, waren nicht Gegenstand dieser Überlegung, die Sie jetzt hier angestrebt haben. Ja gut, also alles, was von Relevanz ist, ist Gegenstand von Überlegungen im Bundesvorstand und auch in den zuständigen Parteigremien. Und dementsprechend halten wir das inklusive der Jugendorganisation selbst für den richtigen Schritt, dort diese Restrukturierung zu vollziehen. Und die Mitglieder der Jugendorganisation einfach stärker an die AfD direkt anzubinden. Das heißt, es hat nichts mit dem Auftritt der JA bei der Wahlparty in Potsdam zu tun, mit dem Schild millionenfach ab. Nein, es läuft seit Jahren, die Vorbereitung zu diesem Schritt, der absolut richtig ist, den jetzt zu vollziehen. Dankeschön. Politik im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News. Politik im Fokus.